Brennholz, Knochen trocken in wenigen Monaten. Dabei sind 8 Dinge zu beachten. Erstens, die Bäume, die zu Brennholz verarbeitet werden sollen, sind im Winter zu fällen. Die Bäume sind also zu der Jahreszeit zu fällen, während der sie den geringsten jährlichen Wassergehalt aufweisen. Also dann, wenn kein Wasser mehr von den Wurzeln über den Baumstamm in den Leitungsbahnen zu den Blättern fließt und wenn auch umgekehrt kein Assimilat, also keine in den Blättern produzierten Substanzen mehr von der Baumkrone zu den Wurzeln geleitet wird. Zweitens, unsere gefällten Bäume sind gleich im Winter noch auf entsprechende Brennholzlänge zu zersägen. Es empfiehlt sich eine Länge der Brennholzscheite von 20 bis maximal 30 cm. Kürzere, ca. 20 bis 25 cm lange Brennholzscheite trocknen relevant schneller als längere, ca. 30 cm lange Brennholzscheite. Drittens, das Holz sollte im Winter auch noch gespalten werden, idealerweise kurz nachdem es auf Brennholzlänge zersägt wurde. Bei größeren Rundhölzern empfiehlt es sich, diese initial 3-mal zu spalten. Bei dünneren Rundhölzern empfiehlt es sich, diese initial nur 1-mal zu spalten. Dann haben die Hölzer die ideale Größe und können bequem durch den Wald zum Fahrzeug getragen werden. Zu Hause kann dann ein Teil dieser Holzklötze noch in kleinere Stücke zerhackt werden. Je dünner die Holzscheite sind, desto schneller trocknen sie natürlich. Die kleineren Holzscheite sind insbesondere zum initialen Anfeuern und die großen Holzklötze zum späteren Durchfeuern geeignet. Viertens, das gespaltene Holz sollte möglichst sofort gestapelt werden. Fünftens, der Holzstapel sollte an einem sonnigen Platz errichtet werden. Der Holzstapel sollte der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. Sechstens, der Holzstapel sollte an einem dem Wind ausgesetzten Platz, an einem windigen Platz errichtet werden. Diese Forderung ist mindestens genauso wichtig wie die Forderung, dass der Holzstapel der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein soll. Ein Austrocknen des Holzes durch möglichst häufigen Windzug ist ein ganz wichtiger Faktor beim Trocknen von Holz. Diese großen Holzklötze weisen bereits deutliche Trocknungsrisse auf und auch die Rinde hat sich schon teilweise vom Holz abgelöst. Diese Faktoren sind relativ gute Hinweise darauf hin, dass das Holz schon relativ gut getrocknet ist. Und auf ein weiteres sehr zuverlässiges Zeichen für sehr gut getrocknetes Holz kommen wir später noch zu sprechen. Siebtens, der Holzstapel sollte überdacht werden. Auch wenn der Holzstapel im Rahmen eines stärkeren Regens gelegentlich oberflächlich etwas nass wird, so stellt dies kein relevantes Problem dar. Durch die spätere direkte Sonnenbestrahlung und durch den Wind wird diese oberflächliche Nässe sehr schnell wieder weggetrocknet. Die vollständige Abdeckung eines Holzstapels mit einer Plastikfolie ist nicht hilfreich, im Gegenteil, dies ist sogar kontraproduktiv. Darunter kann das Holz nicht richtig trocknen. Achtens, der Trockenheitsgrad des Holzes ist wiederholt zu überprüfen. In unserem Falle wurde der letzte Teil des Holzes Anfang März gespalten und gestapelt. Die nachfolgenden Detailaufnahmen sind von Anfang Juni, also lediglich ca. 3 Monate später. Diese Detailaufnahmen zeigen große und damit nur langsam trocknende Holzklötze. Trotzdem ist schon gut zu erkennen, dass sich die Rinde teilweise vom Holz schon gelöst hat und dass diese Klötze bereits ausgeprägte Trocknungsrisse aufweisen. Dies sind sehr gute Hinweise dafür, dass diese großen Klötze bereits sehr gut getrocknet sind und bei den weitergespaltenen, also kleineren Holzscheiten kann von einer noch besseren Trocknung ausgegangen werden. Hier noch ein einfacher und genialer Test, mit dem sehr aussagekräftig beurteilt werden kann, ob Buchenholz bereits sehr trocken ist. Diesen Test haben wir in einem vorausgegangenen Video auf diesem Kanal bereits ausführlich besprochen und wir wollen später kurz noch darauf zurückkommen. Am 28. Juni, also ca. 4 Monate, nachdem das letzte Holz gespalten und gestapelt wurde, wobei 3 hintereinander sitzende Holzstapel errichtet wurden,
Wurde der erste Holzstapel, also derjenige, der der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt war, kurz vor Ende einer regenfreien Periode abtransportiert in die leere Garage. Die Erdbeere, die hier gerade verzehrt wurde, bestätigt, dass es sich hier um Ende Juni handeln muss. Hier das in der Garage gestapelte Holz und nun sehen wir auf den zweiten Holzstapel, der jetzt der Sonne direkt ausgesetzt ist. Und dieser zweite Holzstapel wurde, bevor er ebenfalls in die Garage verfrachtet wurde, noch für ca. 5 Wochen der direkten Sonnenbestrahlung und dem Wind ausgesetzt. Nach diesen 5 Wochen hatte auch dieses Holz deutliche Trocknungsrisse und die Rinde hatte sich teilweise vom Holz gelöst. Bei diesem Holzstapel haben wir einige große Holzklötze entsprechend markiert, um später hoffentlich demonstrieren zu können, dass selbst diese großen Klötze gut brennen, da sie bestens getrocknet sind. Wir merken uns also diese Markierung mit einem, zwei, drei oder rechts hier mit 4 roten Punkten. Am 11. August, also circa 5 Monate, nachdem das letzte Holz gespalten und gestapelt wurde, wird nun auch das Holz dieses zweiten Stapels kurz vor Ende einer regenfreien Periode in die Garage verbracht. Auch der dritte Holzstapel wurde noch für ca. 5 Wochen der direkten Sonnenbestrahlung und dem Wind ausgesetzt und danach wurde er am 16. September, also ca. 6,5 Monate nachdem das letzte Holz gespalten und gestapelt wurde, am Ende einer regenfreien Periode ebenfalls in die Garage verbracht. Hier haben wir eine Mischung aus Wasser und etwas Handseife und gießen etwas von dieser Mischung auf die eine Stirnseite des Holzes. Auf der gegenüberliegenden Holzseite versuchen wir kräftig reinzublasen und dieses Holz ist so trocken, dass wir durch die wasserfreien Leitungsspannen des Holzes blasen können und auf der anderen Seite, wo sich diese Mischung befindet, bildet sich deshalb Schaum. Hier nochmals unser Test mit einem anderen Holzstück. Wir geben wieder etwas von unserer Seifenlösung auf die eine Stirnseite des Holzes, blasen gegenüber in die entsprechenden Leitungsbahnen des Holzes und wieder gelingt es uns sozusagen Schaum zu blasen, denn das Holz ist in der Tat sehr trocken. Und hier nochmals dieser Test, da er so beeindruckend ist. Wir stellen nochmals etwas von unserer Mischung her. Wir nehmen etwas Wasser, geben das in die Schale dazu, ein bisschen flüssige Handseife oder Spülmittel und dann mischen wir das Ganze. Und nun geben wir einen Teil dieser Mischung auf die eine Stirnseite eines Holzscheits und blasen gegenüber kräftig in die entsprechenden Leitungsbahnen. Und wir sehen, hier lässt sich sehr schön durch das Holz blasen. Dieser Test zur Überprüfung der Trockenheit von Buchenholz funktioniert zugegebenermaßen nicht bei jedem Brennholzscheit, aber er sollte dennoch bei relativ vielen Holzscheiten funktionieren. Voraussetzung ist natürlich ein sehr trockenes Holz. Wegen mangelndem Platz in dem Bereich unseres Gartens, in dem eine optimale direkte Sonnenbestrahlung gegeben ist und in dem es auch entsprechend windig ist, wurden zwei weitere Holzstapel direkt hinter der Garage errichtet. Dieser Ort liegt fast ganztägig im Schatten und außerdem ist es an dieser Stelle relativ windgeschützt. Nach ca. 4-monatiger Lagerungszeit, also zu dem Zeitpunkt, als wir den ersten Stapel, der der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt war, bereits in die Garage verfrachtet haben, zeigte das Holz dieser beiden Holzstapel noch keine relevanten Trocknungsrisse. Und auch nach ca. 6,5-monatiger Lagerungszeit zeigte dieses Holz noch keine relevanten Trocknungsrisse und konnte auch nicht durchblasen werden. Also direkte Sonnen- und Windeinwirkung sind sehr wichtig. Nun wollen wir noch überprüfen, ob unsere Holzscheite tatsächlich innerhalb weniger Monate gut getrocknet sind und bestens brennen. Wir schichten dünnere Holzscheite aufeinander, zünden sie an und nach wenigen Minuten haben wir ein loderndes Feuer. Und wenn dieses Holz weitgehend heruntergebrannt ist, dann wollen wir auf die Glut nun einen großen Holzklotz legen. Wir erinnern uns an diesen großen Holzklotz mit 4 Punkten.
punkten und den werfen wir nun in unser Feuer und wollen schauen, ob auch solch dicke, große Holzklötze ausreichend trocken sind und gut brennen. Und innerhalb weniger Minuten fängt auch dieser große Holzklotz Feuer. Er ist also schön trocken und schon nach weiteren wenigen Minuten können wir die Luftzufuhr am Ofen reduzieren, damit das Feuer langsamer herunterbrennt. Und nun wollen wir noch überprüfen, ist der Holzklotz wirklich so trocken, dass der gesamte Holzklotz durchbrennt oder geht das Feuer vorher deutlich zurück oder erlischt es gar? Und auch dieser große Holzklotz ist in der Tat so trocken, dass er komplett durchbrennt und am Schluss nur noch etwas Glut übrig ist. Und auf diese Glut wollen wir dann später einen noch deutlich größeren, einen wesentlich längeren Holzklotz auflegen und prüfen, ob auch extrem große Holzklötze gut Feuer fangen und letztendlich komplett durchbrennen. Der erste Holzklotz ist komplett durchgebrannt und jetzt wollen wir unseren riesigen Holzklotz noch auflegen und schauen. Auch dieser Klotz fängt innerhalb weniger Minuten Feuer und auch dieser Klotz brennt letztendlich ganz durch. Und mit diesem Klotz ist der Abend vollends gerettet. Wir haben die nächsten Stunden ein wohlig warmes Wohnzimmer.